Die Einheitenwahl beschäftigt eigentlich jeden Spieler. So steht jeder früher oder später vor der Qual-Wahl. Welche Einheit wirst du mitnehmen? Es gibt viele Faktoren, Gründe und Dinge zu beachten, um eine Einheit zu wählen. Ich breche die in meinen Augen wichtigsten an und verliere ein paar Worte dazu. Einfluss. Jeder Spieler über Level 60 hat 700 Einfluss. Dieser Wert legt fest, wie viele Einheiten ihr in einer Schlacht mitnehmen könnt. Die Einheiten beanspruchen unterschiedlich viele Einflusspunkte. Zum Beispiel die Knappen kosten 170 Einfluss. Also hast du, nachdem du diese gewählt hast, nur noch 530 Einfluss für andere Einheiten zur Verfügung. Einfluss kannst du mit dem Herstellen von Ausrüstungsgegenständen erhöhen. So kannst du mit sehr, sehr, sehr viel Glück auf bis zu 800 Einfluss kommen. Spaß. Macht euch eine Einheit Spaß, dann spielt diese. Mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Verfügbarkeit der Monturen. Erst recht die Neulinge und Farmer profitieren davon, sich ihre Monturen selber zu bauen. Wenn man gerade in einer Region feststeckt, kann man sich in den Städten umschauen, wo man kostengünstig craften kann. Viele erfahrene Spieler berichten, dass das Crafting-System unbrauchbar ist. Diese Aussage ist völliger Schwachsinn. Wer Monturen baut und sich so Bronzeverluste verringert oder den Silbergewinn im Markt erhöht, der lacht darüber, wenn die angeblich erfahrenen Spieler sich über ihre Verluste im Territorialkrieg beklagen. Habt ihr euch auf eine Einheit festgelegt, solltet ihr diese im Einheitenbaum verbessern. Eigentlich ist egal, was da steht. Besser ist besser. Ich empfehle es lieber, eine komplett auf Maximum gebrachte Einheit zu besitzen, bevor ihr euch die nächste freischaltet. Um in normalen Schlachten gut vorbereitet zu sein, solltet ihr eine gute Mischung in eurer Armeestrategie erstellen. Seid für möglichst viele Situationen vorbereitet oder passt euch schon vor der Schlacht eurem Team an. Die Armeestrategie kann euch einiges abnehmen. Ich gehe davon aus, dass ihr euch bewusst seid, welchen Vorteil dort geboten wird. Seid ihr dann in der Einheitenauswahl vor der Schlacht, könnt ihr eure Teammates abchecken und eventuell euch anpassen, damit zum Beispiel nicht das halbe Team in Belagerungsangriffen mit Bogenschützen herumsteht. Natürlich haben wir diese Schlacht sowas von heftig verloren. Es reicht, wenn 2 von 15 Spielern Bogenschützen spielen. Alles darüber ist nutzlos.